was ich meine? Nee, aber wenn ich Pause mache, müsstest du auch Pause machen. Weil der Stream ist nicht synchron. Der Stream kommt später. 40 Sekunden oder so. Also wir müssten schon pausieren. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt Pause, dann machst du auch Pause und dann. Oder wenn du jetzt was hast, dann mache ich auch Pause. Ja, alles klar. Zuerst, ich bin jetzt bei 3,20. 3,20? Ja. Ich bin jetzt bei 3,40. Dann haben wir zu spät gedrückt. Meine Runde ist jetzt vorbei. Ja gut, dann lass mal auf 3,40. Ach, hast du Pause? Auf 3,40, ja. Ach so, okay, sorry. Okay, dann 3, 2, 1 und go. Moment, sorry, ich war noch nicht so weit. So, 1, 2, 3. Wo er den Ultra gerade raus hat. Ja, genau. Aber läuft schon bei dir, ne? Ja, klar. Okay. Ja gut, da ganz klassischer Bait, ganz klassischer Fail. Da muss man einfach, da musst du auf jeden Fall, also da muss Eugenius definitiv sein Crouch-Timing trainieren. Das variiert ja auch von Matchup zu Matchup, klar. Aber gegen Rio, speziell gegen Rio, weil er so enorm starke Throw-Baits, also Late-Tech-Baits hat, Crouch-Tech-Baits hat. Speziell gegen Rio muss man das Timing einfach drauf haben, sonst wird man einfach vernichtet, ganz einfach. Vor allem gegen Demulant. Demulant macht ja ziemlich gerne. Er läuft rein, macht einen SRK, weißt du? Also baitet dich halt mit dem kurzen Reinlaufen, SRK, FADC, Ultra. Ziemlich krasser Damage, was darüber kommt. Das andere, was man gerade eben gesehen hat, er läuft kurz rein oder wartet, bis du aufgestanden bist und macht den EX dazu. Ich meine, auch wenn er den verkackt, auch wenn er, wenn Eugenius, also beziehungsweise derjenige dann den Tatsumaki EX dazu halt blockt, ist Rio trotzdem nicht so einem großen Nachteil. Genau. Gegen Claw kann gut sein, dass er ihn dann mit Ultra 2 punishen kann. Bin ich mir sogar relativ sicher, dass er ihn dann punishen kann. Er kommt ja ziemlich schnell raus. Aber gut. Was er auf jeden Fall üben muss gegen Ryu, speziell kann man noch ziemlich gut im Practice Mode üben. Ganz einfach, wie auch im letzten Stream schon erklärt, sich halt als Opfer spielen und den Dummy als Angreifer einprogrammieren. Nach dem Wurf, er kommt rein und das Timing. Einfach nur für das Timing. Du brauchst keine Mix-Ups, du brauchst den Dummy nicht so einzuspeichern, dass er halt zwei, drei unterschiedliche Mix-Ups, Miti, ausführt, sondern einfach nur das eine. Sprich, angefangen mit dem Walking In, also reinlaufen, das kurze Reinlaufen, diese zwei, drei Frames halt, wo der Crouch-Stech kommen könnte, und dann den Tatsumaki, extra Tatsumaki raushauen. Und dann einfach nur das Timing üben, dass du den Crouch-Stech halt so raushaust, dass wenn er dich versuchen würde zu werfen, würde ein Tech kommen, sprich in dem Fall, Tatsumaki Beispiel, EX Tatsumaki, würdest du blocken und wenn nicht, würdest du halt techen. Mhm. Und wenn er nichts machen würde, würde bei dir ein Crouching Light Kick rauskommen, also wenn er sich zu viel Zeit lassen würde. Ne? Das wäre jetzt... Ich lese gerade, EX Tatsu ist nicht punishbar. Nur der Grabbler kann ihn punishen, ist minus 1. Also nicht mal mit Ultra 2, mit Claw? Krass. Ja, wie gesagt, ich sehe das auch auf, wenn ich gegen Rio spiele in der Ecke, dann hauen die immer die X dazu raus. Ja, das ist auch so eine Option, die ich in letzter Zeit oft sehe, bei Rios. Ja klar, nee, wie gesagt, ich war mir auch gerade eben nicht sicher, dass mit der, ob man mit Claw das auf jeden Fall mit Ultra 2 punishen kann. Ich war mir sogar eher, wie auch angefangen, habe ich ja damit angefangen und habe ja gesagt, Ryu ist eigentlich eher auf der sicheren Seite, auch wenn er verkackt. Ist er. Das macht ja das Ganze noch lächerlicher. Also es ist quasi so ein Free Mix-Up, ohne großartig im Nachteil zu geraten. Und da war ich mir halt jetzt nicht sicher, ob speziell Claw ihn punishen kann. Aber gut, wenn es so ist, dann hat Ryu quasi nichts zu verlieren. Dann ist er immer auf der sicheren Seite. Das ist ja noch lächerlicher, als es ohnehin schon ist. Aber gut. So viel dazu jetzt. Ja. Ja, und dann, wenn er trifft, Ultra 1, ne? Wie bitte? Und wenn Rio trifft und die Ultra voll hat, dann haut er noch die Ultra rein. Ja, in der Ecke sowieso, klar. Ja. Ich meine, das Risiko ist einfach zu hoch. In der Ecke sollte man
Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der Kickflip reicht, um den EX Tatsu zu evaden. Es sollte eigentlich reichen. Es sollte aber auch so reichen, dass Ryu nicht noch im Tatsumaki ist. Sprich, dass du nach dem Kickflip rauskommst und Ryu ihn noch trifft. Ich denke, er ist schon lang genug, um halt den EX Tatsumaki komplett zu evaden, aber gut genug von den Recovery Frames, der Kickflip jetzt von Claw, um halt danach noch was machen zu können. Sprich, dass er jetzt nicht danach geworfen werden kann. Muss er probieren, ne? Das ist definitiv die zweite gute defensive Option jetzt gegen Ryu, wenn er jetzt einen Bait predicted von Ryu. Was in der Ecke ja sehr verführerisch ist von Ryu, weil, wie du schon erwähnt hast, danach kommt einfach ein Ultra. Ich meine, wenn er nicht, wenn er trifft, kommt ein Ultra und ein Free Ultra ohne FHDC, nur mit einer Leiste, ne? Es ist, wer würde da Nein zu sagen? Und es ist schon ziemlich verführerisch. Und wenn es jetzt echt tatsächlich so ist, dass Claw ihn gar nicht bestrafen kann, wenn er den EX dazu nicht ausführt, dann ist es, dann kann er ihn immer for free machen. Dann muss er quasi eigentlich immer damit rechnen, sobald Ryu die Leiste hat, dass er den immer raushaut. Zumindest gute Ryus, ne? Wir gehen ja immer davon aus, dass er ebenbürtige Leute also auf einem vernünftigen Niveau. Ja, und versuche es ja wie gesagt, also am sichersten bist du auf jeden Fall, wie so oft eigentlich, das ist eh die Nummer 1 Defensive schlechthin mit jedem Charakter, mit fast jedem Charakter. Option Select, also sprich Crouch Tech, Late Tech. Also, ich denke, ich muss das jetzt nicht erläutern, was das genau ist. Die Leute sollten mittlerweile wissen, was das bedeutet. Hat es doch bei der letzten. Nach knapp 2 Jahren Street Fighter. Oder wer es nicht weiß, kann sich einfach die letzten Sendungen angucken. Wo Beautiful Jellic. Ja, oder einfach nach Crouch Tech oder Late Tech googeln oder auf SRK oder in die Wiki reinschauen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob. Aber das hilft meinst du gegen EX dazu? Wenn er den... Ja, selbstverständlich. Wieso sollte es denn nicht helfen? Es ist halt nur ein anderes Timing, wie wenn jetzt der Ryu reinlaufen würde und ein SRK raushauen würde und dann ein FADC. Dann ein FADC zu machen bei Hit oder wie auch immer, ne? Es ist auf jeden Fall ein anderes Timing, das weiß ich selber. Das weiß ich halt selber mit Yuri oder mit Hawk oder wie auch immer. Dass es ein leicht delayedes Timing ist. Also es ist Timing für sich, sagen wir es mal so. Also jetzt die Unterschiede, ne, zwischen den EX Tatsu Bait, Throw Bait und den SRK Throw Bait. Ne, wo er kurz reinläuft und dann, ne, und den Scheiß dann raushaut. Aber gut. Genau, also ja, hilft so 100%, die EX Tatsu hat viel Startup, schreibt Cam Masters. Ja, okay, gut, in der Startup Phase kann er den dann halt. Ja, guck mal, der Vorteil ist auch beim EX Tatsu ganz einfach. Der Vorteil neben dem EX SRK ist auch noch obwohl EXSRK ist auch fast, weiß nicht, ab welchem Frame ist EXSRK, sage ich schon, ab welchem Frame ist der SRK Airborne? Also ziemlich schnell auf jeden Fall. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte, die EX Tatsu, der ist ja auch Airborne. Sprich, auch wenn Claw irgendeine Möglichkeit hätte, ihn direkt rauszuhauen, weiß ich nicht, lass es Crouching Light Punch sein, wäre das trotzdem kein vernünftiger Punish und Ryu wäre immer noch safe, weil er dann halt, ne, kurz in der Luft ist und flippt und halt wieder landet und in der Zeit halt eben nicht zustoßen kann. Und der halt direkt Airborne ist. Also nicht direkt, aber weiß nicht, lass mich nicht lügen, 4. Frame, 5. Frame ist er Airborne mit die EX dazu. Das ist auf jeden Fall schnell genug, um halt, also sprich, wenn Claw jetzt normal versuchen würde zu werfen, ne? Ja. Auch wenn er jetzt einen verspäteten Wurf machen würde, einen normalen, ich gehe jetzt nur von einem normalen Wurf aus, würde er trotzdem ihn nicht werfen können, weil der EX Tatsu halt Airborne ist. Das ist halt der Vorteil auch dadurch, ne? Den Ryu dann in dem Moment hat. Er ist halt Airborne, er kann halt nicht geworfen werden. Genau. Und EX würde treffen. EX würde selbstverständlich dann, ja klar, er würde ihn dann richtig ins Gesicht kriegen. Ja, was hast du noch bei dir hier laufen? Du hast immer noch... Okay. Ja, es läuft einfach das Match einfach nur damit. Ja. Was läuft. Das ist schon ziemlich anstrengend so, aber...
mit dem Ansagen und Video laufen lassen und so weiter. Hat das jetzt ziemlich heftige Verzögerung, denn Video jetzt, also hier der Stream mit dir? Kannst du das nicht irgendwie einstellen oder ist das schwer? Nee, es ist leider so. Wenn du streamst, dann du sendest es ja praktisch an die Server. Ja, okay, dann ist wohl immer was an deiner Leitung, ne? Weil bei anderen Streams, zum Beispiel letztens wieder bei Bird TV, da war es halt eigentlich nicht so und ziemlich viele machen das ja eigentlich. Gut, ich denke mal, es liegt ja an deiner Leitung. Der Stream ist nie synchron, kann nicht synchron sein. Du kannst ja nicht in synchron, wenn du streamst, kommt das ja erst dann bei denen auf den Servern an und die, das wird ja dann nochmal umgerechnet da und dann nochmal und dann auf die Homepage dann gestreamt. Also das kann nie synchron sein, das ist immer eine Verzögerung von dem, was wir jetzt streamen. Wenn ich jetzt die Hand hebe, dann sehen die das, weiß ich nicht, 5 Sekunden später oder sowas. Ja. Na, also du würdest gern jetzt den Stream gucken und das kommentieren, ne? Ja, genau. Ja, das würde ich mich halt nach dir richten und nach dem, was halt gerade läuft, anstatt immer wieder anzusagen, hier, da und da. Ja, nee, das geht momentan leider noch nicht. Was ich mir überlegt habe, ist vielleicht, wenn ich später die bessere Leitung habe, ist das praktisch mit diesem, da gibt es ein Programm, dieses Team, nicht TeamSpeak, mit dem ich praktisch auf meinen Desktop zugreifen könntest. Ach so, okay. Ne? Dann könntest du das Video sehen und starten und dann. Ja. Aber dann muss ich eine bessere Leitung. Wenn ich nach Köln gezogen bin, dann habe ich dann eine Powerleitung. Welches Video? Ja, alles klar. Das zweite? Lass uns nochmal das mit Rio würde ich gerne nochmal anschauen. Wir haben ja gerade mittendrin quasi abgebrochen. Weil wir halt uns auf eine Sache fixiert haben. Lass nochmal das erste Video starten. Also bei 3, ja? Ich bin jetzt bei 0. Go. 1, 2, 3. Ja, dauert eher am Anfang noch. Ja, genau. Zum Matchup kann ich eigentlich weiter nichts großartig sagen und hinzufügen auch eher nichts. Ich habe mich gerade auch wieder kurz auf SRK schlau gemacht und da steht ja auch, das ist halt ein 5-5 Matchup. Mhm. Der stärkste Normal für Claw ist definitiv Crouching. Was laber ich da? Jawohl. Hä, ich wundere mich gerade. Also hier steht Crouching Hardkick? What the fuck? Mhm. Nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Also ich gehe mal stark von aus, dass das damit Standing Hardkick gemeint ist. Ja, Crouching ist wäre. Ja, wie auch immer. Also Crouching mit Punch. Der Mindfuck-Faktor halt in dem Matchup ist definitiv der U2. Also da fängt es schon an, wo Claw quasi Rio sein Spiel etwas aufdrückt, sobald er Ultra hat. Dann hat er eher die Chance, ihm also das Momentum zu bekommen, anstatt Rio, anstatt andersrum. Weil er hat einfach mehr Kontrolle. Mhm. Den U2, ne? Und das ist zum einen der Punkt. Und der zweite Punkt ist eigentlich nur in dem Matchup, speziell jetzt gegen Rio, das Poking, das Zoning. Also wer es schafft, besser zu counterpoken oder halt einfach nur generell den anderen besser in seine Schranken zu weisen, weg zu zonen, weg zu poken, etc., der gewinnt auch das Match. So sieht's aus. Sprich, keine Jump-Ins, keine unnötigen Attacken, Cross-Ups, ne? Jetzt von beiden Seiten aus gesehen, jetzt nicht nur von Claw aus gesehen, mal ganz von abgesehen, dass er keinen vernünftigen Jump-In-Cross-Up hat, wenn ich mich sogar nicht irre, gar keinen, also er hat glaube ich gar keinen vernünftigen, wenn, dann hat er nur seine Geschichten da mit diesem Hop-Kick und seinen EX-Dive und seine Dives halt, ganz ja, genau, die Dives, die aber sonst hat er nichts großartig und seinem Sweep halt, je nachdem. Ja, und das war's auch schon. Okay. Also Main Faktor ist, wer es schafft, besser zu poken, der gewinnt das Match. So ja, also hätte eigentlich das Match etwas Ultra 2 im Spiel ist von Claw, ja. Dann ändert sich das Spiel auch in einer gewissen Weise. Weil halt dieser Faktor mit den Schüssen, dieses Zoning, das kann sich einfach der Shoto nicht mehr erlauben. Ne? Also meinst du, Genius hätte viel mehr zonen müssen auch im ganzen Match? Also sobald er Ultra 2 hat, der ist zu oft zu nah dran am Gegner.
Ja, guck mal, spring das ist rein, das mach Ding. Du redest jetzt davon, dass Eugenius besser spielen hätte können. Klar. Na.